Sie radeln, heben Gewichte, tun etwas für ihre Muskeln. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 9 Uhr trainieren die Senioren der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow-Parchim und Umgebung im Figur- und Beauty-Care-Center in der Güstrower Südstadt. Besonders beliebt sind auch die Gymnastikkurse. In der vergangenen Woche feierte die Seniorensportgruppe ihr 15-jähriges Bestehen. Dieter Pawlowski leitet die Gruppe und fühlt sich für die Frauen und Männer verantwortlich. Das alles tut er von Anfang an ehrenamtlich. Mit 11 Leuten wurde begonnen. Heute sind es mehr als 60 Sportinteressierte, die sich gern bewegen und wissen, dass dies ihrer Gesundheit gut tut. So gibt es viel positive Resonanz. Ich war ja so lange im anderen Sportstudio, da waren nur Geräte, aber das gefällt mir besser mit Gymnastik und Geräte. Besonders gut gefällt mir der Kurs. Das ist für mich sehr wichtig. Die Geräte, ja, mache ich auch, aber der Kurs ist das Wichtigste von allem. Ja, ich kann mich zwei, drei Stunden bewegen hier. Und wie man sieht, tut das meiner Gesundheit wirklich gut. Und ich fühle mich hier in dieser Truppe sehr wohl. Wir werden gut betreut hier von den Inhabern. Und ich gehe zweimal in der Woche hierher und es macht Spaß hier. Dieter Pawlowski hatte, als er in den Vorruhestand gegangen ist, ein sportliches Angebot für sich gesucht. Daraus ist die Idee entstanden, als Seniorensportgruppe der AWG gemeinsam ein Fitnessprogramm zu absolvieren. 11 Jahre lang taten sie dies im Fitnesspoint Möde. Als es geschlossen wurde, mussten sich die Seniorensportler eine neue Bleibe suchen und wurden in den Räumen über dem Netto am Platz der Freundschaft 1 fündig. Obwohl das Frauenfitnessstudio für die beiden Vormittage so einiges umzuorganisieren hatte, gelang und gelingt das gemeinsame Vorhaben in Zusammenarbeit mit der AWG bis heute gut. Neben dem Bewegungsaspekt ist auch die soziale Komponente der Aktivitäten der Seniorengruppe nicht zu verachten. Interessenten können sich gern im Center melden. Einzige Vorgabe: Sie müssten bereits über 50 Jahre alt sein.